Hallo, du Liebe, hier spricht Anja Frost. Ja, fünf Dinge, die du wirklich wissen solltest, um einen Mann anziehen zu können. Und zwar genau den Mann, der wirklich und tatsächlich zu dir passt. Der erste Punkt ist, du ziehst einen Mann an, indem du dich mit seinem Herz verbindest. Deine Verbindung ist die Verbindung, die du kreierst mit seinem Herzen. Das heißt, dass du ihn liebst und akzeptierst, so wie er jetzt ist. Das Zweite, was du wirklich wissen musst, ist, wenn du einen Mann liebst und akzeptierst, so wie er jetzt ist, heißt das nicht, dass du alles, was er sagt und was er tut oder was er auch nicht tut, was er lässt, wie er sich dir gegenüber verhält, toll findest. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das erste ist sozusagen wirklich dein Herz zu öffnen für den Mann, so wie er jetzt ist. Und das andere ist einfach, dass du dir genau anschaust, wie ist er drauf, was tut er und was tut er nicht. Du bleibst in der liebenden Verbindung mit ihm und schaust dir das einfach an. Und wenn du in dieser liebenden Verbindung bleibst, dann wirst du einen Punkt an den Punkt kommen, dass du sehr klar aus dir selbst heraus sagen kannst, ob er der Richtige für dich ist. Der dritte ganz wichtige Punkt ist, um dich mit dem Herz eines Mannes zu verbinden, geht nur über den Weg, dass du als allererstes dich mit dir selbst verbindest, und zwar, dass du dich liebst und akzeptierst, und zwar bedingungslos. Das hört sich einfacher an, als es ist, weil wir alle konditionierter drin sind, das nicht wirklich bedingungslos zu tun, zu denken und danach zu leben. Und das gilt wirklich darum, es bedingungslos zu tun. Der vierte wichtige Punkt ist, dass es sehr viele sensible, gefühlvolle Frauen gibt, die mit ihrer Feinfühligkeit auf eine Art und Weise überfordert sind. Sie sind mit ihren Wahrnehmungen in dem Sinne überfordert oder waren überfordert und haben den Weg gewählt, sich ein Stück weit davon zu distanzieren oder sogar sich ganz davon zu entfernen und sehr im Verstand zu sein. Und wenn du eine sensible, gefühlvolle Frau bist, dann ist dir das möglicherweise auch vertraut, und dann musst du sehr darauf achten, dass du diese Grenze oder diese Mauer oder dieses Abgeschnittene zwischen deinem Gefühl und zwischen deinem Verstand wieder Schritt für Schritt auflöst. Dein Gefühl und deine Wahrnehmungen, deine inneren Impulse sind wahnsinnig wichtig für dich als Frau in deinem Leben und in Beziehungen mit einem Mann. Der fünfte Punkt ist, dass du wirklich dich wieder öffnest für deine Wahrnehmungen. Wirklich, aber ganz und voll für deine Wahrnehmung, für deine inneren Impulse, für das, was du spürst in deinem Leben und in Beziehung mit einem Mann. Was nimmst du da wann, wie wahr? Und wie vertraust du dir da? Wie folgst du diesen Impulsen? Wie sehr hast du sozusagen da eine Verbindung zu diesem großen Schatz in dir wirklich stark ausgebaut? Das ist im Grunde genommen deine innere Führerin, deine innere Leiterin in all deinen wichtigen Entscheidungen und in all deinen wichtigen Momenten oder auch in kleinen Dingen und Momenten in deinem Leben und in Beziehung mit einem Mann. Auch auf einen Mann so reagieren zu können, dass das letztendlich deiner Wahrheit entspricht, und um dich auch in Klarheit mit seinem Herz verbinden zu können. Um einen Mann anziehen zu können, musst du dich mit seinem Herz verbinden, auf der Herzensebene. Und natürlich geht das nur, wenn du selber in Liebe und Akzeptanz und in Klarheit und Reinheit mit dir bist. Dein Goldschatz ist einfach dein Gefühlskörper. Das heißt, als allererstes immer wieder zurück zu dir selbst, immer wieder zurück zu dir selbst. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Und bin ich noch in Liebe und Akzeptanz mit mir? Bin ich in Wertschätzung mit mir? Bin ich wirklich im Gefühl mit mir? Nehme ich mein Gefühl wahr? Nehme ich meine innere Stimme wahr?
kann ich sozusagen da heraus wirklich in eine Verbindung gehen und kann ich da heraus auch mich mit dem Herz eines Mannes verbinden? Oder bin ich die ganze Zeit im Verstand? Bin ich die ganze Zeit am Denken und am, wie kann ich jetzt was, wie machen und so weiter? Und immer wieder zurück ins Gefühl, zurück in deine Verbindung. Nimm dir dafür Zeit, nimm dir dafür Raum. Verbinde dich mit dir, reinige dich, liebe dich. Also wirklich, es geht in die Tiefe. Es geht darum, dass du wirklich in der Tiefe dich spürst. Und je sensibler und gefühlvoller du bist, umso mehr nimmst du auf. Und umso wichtiger ist es, dass du dir darüber klar wirst und immer wieder dich da auf der gefühlten Ebene klärst, reinigst und liebst. Das ist der direkteste Weg, um dich mit einem Mann verbinden zu können, um sein Herz erreichen zu können und auch um für dich wahrzunehmen, ob er der Richtige für dich ist, ob die Verbindung stimmig ist, ob dieser Mann überhaupt emotional zur Verfügung steht. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Pass gut auf dich auf und mach es gut. Alles Liebe, bis ganz bald. Ciao.